Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer Runde Minecraft Bed Wars. Und das auf der guten Map. Quarry heißt sie, glaube ich. So, wir können uns gerade ordentlich Bronze sichern. Weil unsere Mitspieler anscheinend keine Bronze haben wollen. Oder habe ich mich da geirrt? Na komm, noch eins. Da ist es. So, dann gehen wir mal gerade hier unten und warten mal ab, bis wir so ein bisschen Eisen haben. Da haben wir doch schon eins, damit können wir uns perfekt ein Schwert holen. Da haben wir ein Schwert, so. Und dann sehen wir gerade zu, dass wir so ein bisschen Rüstung noch haben. So, perfekt, damit können wir die Rüstung komplett machen. Und können den Teamkameraden jetzt mal helfen, noch weiter zu kommen. So, das packen wir da, das noch da. Und los geht das. Nicht so hoch. Also Leute, wenn ihr euch hochbaut, meines Erachtens ist es nicht gut, sich so hoch zu bauen. Weil du kriegst einfach verflucht viel Fallschaden. Und dadurch hast du gleich eine schlechtere Position. Jetzt bauen sich die Genies wieder da hoch. Ja, das war ja abzusehen. So, und ich baue mich jetzt hier weiter lang. Okay, Rot hat null. Wirklich null Equipment. Nein. Crap. Haut ab. Haut alle ab. Alle weg hier. Alle weg. Ja. Ja. Ja, down. Puh. So schnell kann sich das wenden, Freundchen. Muss ich noch was futtern. Ich weiß, es ist gar nicht schlau, jetzt den Leuten so viel Zeit lassen, sich zu equippen. Nein. Oh, wie gut gemacht. Wie gut gemacht war das denn bitte? Alter. Alter Schwede. Respekt dafür. Wirklich Respekt. Das war im richtigen Moment draufgekloppt. Und, ja, aber Hammer, dass wir noch das Bett bekommen haben. War zwar jetzt ein sehr schneller Abgang. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir mindestens noch einen mehr mitnehmen können. Aber das war jetzt leider nicht der Fall. Und ja, ich würde sagen, nach der... Ja, eine richtige Fairrunde war es ja nicht. Es war einfach nur so ein bisschen doof, da jetzt hinzurennen. Aber bis dato war es halt gut, wie ich persönlich fand. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich bei der zweiten Runde wieder. Bis denn. Gucken wir mal, wie lange das jetzt hier dauert. Wir sind im blauen Team. Heißt... Oh. Ja, gut. Rot hat nur zwei Leute. Das heißt gerade mal die Hälfte der Spieler, die wir haben. Schade für die. Aber nicht unmachbar. Also die haben natürlich immer noch eine Chance, wie ich so oft schon betont habe. So und so. Aber dann sehen wir doch mal zu. Lass uns ein bisschen zumindest ausrüsten. Was hat er denn geschrieben? Trap, ja. Dann heult Lara wieder in TS. Achso, scheint eine Gruppe zu sein, die da Spaß hat. Ups, so. Dann natürlich noch was zu futtern. Dann haben wir die reine Grundausstattung schon fertig. Ich würde mich über ein Eisen noch freuen, wollte ich gerade sagen. Da habe ich es auch schon bekommen. Auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache. Dann noch ganz schnell die Brustplatte. Oder Brustpanzer oder wie man es auch mal nennen möchte. Hier relativ Jocke. Dann holen wir uns auch gerade noch eine Kiste. Und so ein paar Blöcke mehr. So, und was zu futtern. Dann packen wir die Kiste da hin. Und die Spitzhacke mit rein. Oh, ich wäre jetzt fast darunter gejumpt. So. Damit ich hier nicht runterkrache, mache ich uns mal gerade so ein bisschen größeren Platz hier. Weil ich kenne mich. Ich laufe wieder zurück und krache dann volles Fund. Nicht so hoch.
nicht so hoch, Leute. Das überleben wir doch gar nicht. Wie habt ihr denn jetzt vor, das zu machen? Ich werde jetzt einfach hier an der Seite lang gegangen. Man hätte den Typen da hoffentlich etwas überrascht. Oh crap. Bin dabei. Nein, nein, nein. Ach Mann. Boah, dieses elendige Hochbauen, Leute. Ja gut, die anderen haben es auch gemacht. Aber genug gemeckert. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier ganz schnell irgendwas gerissen bekommen. So. Schnell noch das zu futtern auch noch kaufen. Die Spitzhacke dürfen wir nicht vergessen. Jetzt haben wir auch vernünftiges Schwert. Perfekt. Aber da scheint jetzt keiner rüberzukommen aktuell. Das haben wir. Dann nehmen wir jetzt so einen dösigen Stab hier auch noch mit. Habe ich eine Brustplatte? Nö, ich habe gar nichts in Sachen Panzerung. So. Dann nehmen wir jetzt so eine Einerplatte mit. Das ist mir jetzt gerade ziemlich jacke, ob die gut schützt oder nicht. So. Und so. Hier liegt noch ein Gold. Ein Stück rum. Dann haben wir da schon zwei mit. Das sieht ja verwinkelt aus. Aber Leute, wir müssen an sich jetzt nur rüber, ne? Die haben nicht viel. Und die sind auch nur zu zweit. Obwohl, dadurch können die einen Bogen haben. Die haben auch einen Bogen. Die haben einen verfluchten Bogen. So, dann bauen wir uns mal hier oben gerade mal so ein bisschen zumindest so eine kleinere Base auf. Nee, das wollte ich nicht drücken. Nein, nein! Autsch. Ich habe die Sneakentaste losgelassen. Ich habe die verfluchte Sneakentaste losgelassen. Und Leute, ich glaube gerade gar nicht, wie ich mich dafür ohrfeigen könnte. Wir waren so gut equipped und dann mache ich so einen Scheiß. Gerade eben in der Runde noch relativ gut gewesen und jetzt fragt mich nicht warum. Oh Mann, das ärgert mich gerade. Wir waren so gut equipped. Oh, egal, jetzt haben wir zumindest mal einen Bogen. Tun wir mal einfach so, als hätte ich es extra gemacht, um an den Bogen dran zu kommen. So, jetzt habe ich das schon. Jetzt hole ich mir noch einen Dreier. Brustpanzer Gedönse. 64er davon. Und das. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder los und versuchen die Leute da zu besiegen. Das rote Team. Man, Leute, die sind nur zu zweit. Der ist alleine. Der wurde von seinem anderen Spielpartner auch noch in den Stich gelassen. Oh, ich hasse solche Sprünge. Weil ich dann immer Dummheiten mache. Na, der ist wieder sehr sozial. Was soll man wetten, dass... Ja. Leute, sowas ist nichts für mich. Was machen die denn jetzt? Oh, Leute. Wer hat den Schlag gemacht? Ja, das war ich sogar. Ja, also nach der ersten Runde, die Fail war, weil wir halt so schnell gestorben sind. Aber wir haben das Bett abgebaut und wir haben einen Kill geholt. Jetzt diese Runde, wo wir einen Kill geholt haben, den einzigen. Und, waren nicht die besten beiden Runden, aber auch nicht die schlechtesten. Klar, ganz großer, beschissener Fehler, dass ich da runtergeknallt bin. Aber trotzdem... Ich halte daran fest, nicht die schlechtesten beiden Runden. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ganz besonders unterhalten hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auch gerne bei meinen anderen Videos vorbeigucken. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns die Tage wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann noch rein. Ciao.